Hallo und guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin heute Morgen auf einer kleinen Outdoor-Tour unterwegs, und zwar mit dem Fahrrad. Und wenn ihr Lust habt, mich zu begleiten, dann kommt einfach mit. Hört ihr das? Das ist ein Rehbock. Da bellt ein Rehbock. Der kommt hier genau auf mich zu. Der kommt immer näher. Das ist jetzt hier drüben irgendwo da. Also ich bin jetzt heute nicht so einfach mal aufs Geradewohl losgefahren. Ich habe einen Platz, wo ich hin möchte, beziehungsweise wo ich euch mit hinnehmen möchte. Und auf diesem Wege dorthin bin ich gerade. Ich habe im Moment mehr Tiere im Mund, als dass sie fliegen. So, jetzt geht es hier total steil den Berg hoch, aber so steil. Da komme ich mit dem Rad nicht hoch. Da schiebe ich jetzt. Wie heißt es doch so schön? Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Guckt mal da, da muss ich jetzt hoch. Das heißt, ich werde jetzt hier Anlauf nehmen und schauen, dass ich da hochkomme. So, Attacke. Bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Nee, kannst du vergessen. Nee, Leute, ich bin kein Offroader. Da habe ich nicht das richtige Fahrrad dafür. Oh Gott, das kriege ich nicht mal hier hochgeschoben, das schwere Ding. Oh Mann. Alla, die Waldfee. Puh. Oh nein, jetzt habe ich schon das Schloss verloren. Opa, oh nee. Auch Fahrrad. Ah, warte mal. So, ich muss das erstmal hier Bremse reinmachen im Fahrrad, dass mir das nicht dauernd nach hinten wegrollen will. So. Bis zur Hälfte des Berges bin ich gekommen. Und dann ging das nicht mehr. Dann bin ich fast umgefallen. Und jetzt stehe ich hier und kriege das Fahrrad hier in den Berg nicht hoch, weil das so schwer ist. Tief durchatmen. Und versuchen, oh Gott, dieses Fahrrad. Und mit dem Rucksack auf dem Buckel ist es auch nicht gerade so einfach. Aber ich werde mich hier Stück um Stück hochkämpfen. Oh. Ah. Ja, mit so einem Offroad-Fahrrad wäre das jetzt gar kein Thema. Ah. Aber mit meinem Mädchenfahrrad hier geht das nicht. So, ich bin oben. Yay! Geschafft. So. Puh.
Ich bin fix und fertig jetzt. Klatschnass geschwitzt. Mache ich mal einen kleinen Rundgang hier mit euch und zeige euch mal die Reste der Burgruine. Und zwar ist das hier wohl das Ende. Das ist der untere Teil. Und hier muss mal ein Gebäude gestanden haben. So hier so dieses Stück hier. Das sind so 15 bis 20 Meter, habe ich jetzt gerade mal abgezählt. Und hier angrenzend, das hier war wohl mal eine Stallung. Laut Beschreibung. Hier geht jetzt so ein kleiner Trampelpfad hoch. Aber ich muss halt dazu sagen, also hier unten sind auch noch hier aufgebaute Steine, die von einer, ja, von der Mauer zeugen. Also da gibt es hier verschiedene. Das muss schon noch ein bisschen mehr hier gewesen sein, aber es ist nicht mehr alles erhalten. Das hier oben, also das Breite hier, ob das hier mal der Eingang war, ich kann es nicht sagen. Es lässt sich nicht zurückverfolgen. Der Erbauer ist übrigens auch unbekannt. Das weiß man gar nicht, wer die hier oben gebaut hat, diese Burg. Das hier ist die Burgmauer. Und hier drüben, also ich bin jetzt hier oben auf der Burgmauer drauf. Und hier runter ist ziemlich tief. Und an manchen Stellen, so habe ich gelesen, ist diese Aufschüttung hier bis zu 300 Meter hoch. Also da haben die ganz schön was geschafft, um hier 300 Meter Höhe zu erzeugen. Ja, und jetzt laufen wir hier mal rundum. Und wie schon gesagt, das ist ein sehr zurückgezogenes Plätzchen hier. Allerdings habe ich hier was richtig Schönes entdeckt und freue mich da auch ein Stück weit drüber. Und zwar, ich habe jetzt hier schon meinen Rucksack abgestellt, steht hier eine Bank, die hierher gebaut wurde, auf der ich schon gesessen habe, die richtig bequem ist. Und hier drüben hat es eine Lagerfeuerstelle mit einem Tarnnetz. Ist richtig niedlich gemacht, finde ich. Sehr einladend. Allerdings, was mich so ein bisschen, ja, stört, ist diese überaus große Feuerstelle. Und die Tatsache, dass hier oben komplett zugewachsen ist, also nichts frei ist, das macht mir schon Gedanken. Ich hoffe, dass die Jungs und Mädels, Männer und Frauen, die sich hier diese schöne Stelle gebaut haben, genau wissen, was sie tun.
Fehlt noch ein bisschen Wasser. Ich habe hier heute mal Wildschweinschinken dabei. Mmh, super lecker ist der. Den werde ich jetzt hier zu dem Kartoffelpüree essen. Aber vorher schon mal naschen. Ich glaube, das Wasser kocht schon. Ja. Machen wir das gerade da rein. Hm. Ja, hier habe ich noch nicht so ganz den Dreh raus, wie viel Flüssigkeit ich benötige. Ich hatte jetzt hier 10 Esslöffel von dem Kartoffelpüree reingemacht. Und ja, der Viertelliter, der war zu wenig. Heiß. So, wenn wir das mal so machen. Da könnte sogar fast noch was rein an Wasser. Oder weniger Kartoffelpüree. So, gucken wir mal. Hm, das geht. Das geht hervorragend, prima. Das sieht zwar immer sehr schön aus mit dem Feuerchen, aber ich werde ein bisschen Spiritus sparen. Und werde es ausmachen. Na komm her. So. Einfach und dennoch lecker. Ja, ihr Lieben, ich habe aufgegessen. Es war ein einfaches Mahl, aber dennoch ein sehr leckeres. Ich werde jetzt hier noch einen Augenblick die Ruhe genießen und die Naturgeräusche. Dann werde ich zusammenpacken und noch ein bisschen Fahrrad fahren. Denn das, was ich bis jetzt gefahren habe, das reicht mir für heute noch nicht. Ich brauche noch ein bisschen Bewegung. Ja, dann packe ich mal ein, ne?
Es ist alles gepackt. Ich sitze wieder auf dem Rad. Ich werde jetzt noch eine kleine Tour machen. Allerdings verabschiede ich mich hier an dieser Stelle von euch. Biene sagt Tschüss, bis bald im Wald. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Kennt ihr das Buch auch? Der Weg war umsonst. Ich sag's euch, nachdem ich mich jetzt da oben so ziemlich blöd auf den Appel gelegt habe, als ich da den Steinkippel runter wollte und beide Räder blockiert haben und dann in unterschiedliche Richtungen sich das Rad bewegt hat, das Hinterrad nach rechts und das Vorderrad nach links, hat es mich einfach umgehauen. Dann lag ich erst mal da auf der, ja wie gesagt, auf dem Appel. Und naja gut, dann habe ich meine Sachen, 7 Sachen sortiert und Rucksack abgesetzt erst mal und habe meine 7 Sachen zusammengesucht. Naja, was soll ich sagen? In meiner Aufregung bin ich weggefahren. Und was glaubt ihr, wo der Rucksack ist? Genau, der ist noch da oben. Was bedeutet, ich muss jetzt noch mal zurück und meinen Rucksack holen. So, jetzt bin ich wieder hier oben angekommen und hoffe, dass mein Rucksack noch hier oben liegt. Ja, genau hier, hier an der Stelle, seht ihr das hier? Da bin ich mit dem Hinterreifen weggerutscht und dann lag ich hier unten drin. Hab mir auch ziemlich wehgetan heute und hab dann meinen Rucksack dahin hingestellt, weil ich erstmal Wunden lecken wollte und hab ihn hier vergessen. So, jetzt schnapp ich das Teil, schulter mir den wieder und dann geht's weiter. Allerdings fahre ich jetzt nach Hause. Da sah das gar nicht so steil aus, ne? Aber wie gesagt, ich habe ein Mädchenfahrrad und mit so einem Fahrrad kann man hier ganz schlecht runterfahren. Also da haben dann irgendwann die Räder irgendwie blockiert, ich weiß nicht warum. Und wie gesagt, dann hat es mich hier neben reingedonnert. Also ich lag regelrecht flach. Ja, na gut. Jetzt werde ich mal wieder runter zu meinem Fahrrad gehen, zu meinem Mädchenfahrrad und werde es schnappen und nach Hause fahren. Aua. Ja, jetzt bin ich wieder hier unten bei meinem Mädchenfahrrad angekommen. Und ich muss einen Moment verschnaufen. Ich bin nämlich bei dem Sturz im Versuch, mich abfangen zu wollen, auf meine Kaffeebohne gefallen. Da war nämlich der Rahmen des Fahrrads im Weg. Und das ist wie ein Tritt in die Eier, sage ich euch. Garantiert vergleichbar. Und so fühle ich mich jetzt gerade auch.